Ja, wahrscheinlich, also man kennt ja aus dieser Liga natürlich die Safety Cars, da gibt es, deshalb kann man da mittlerweile auch eigentlich immer drauf nicht pokern, das ist eigentlich schon so, also fahr in so vielen Rennen einfach Soft, Medium oder Medium Soft, weil es einfach möglich ist. Aber ja, man kann die Reifen hier auch ein bisschen länger ziehen, also ein Soft Medium ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber mit drei Safety Cars oder zwei ist es halt drin. Deshalb würde ich gerne auf Medium starten, weil da hätte ich, sag ich mal, die größte Auswahl, was die Strategie betrifft. Ja, ich hatte damals in der URL, also da fahren wir 100% rennen. Da hatte ich auch eine Einstopp hinbekommen. Medium Soft. Weil seit Runde 6 oder so bis Runde 20 nur Safety Cars kamen. Ich habe keinen Bock. Also wenn ich in Castle rausfliege, ne, das wäre so. F. Das wäre einfach scheiße. Man darf die Kurve einfach nicht mit so viel Limit gehen. Aber das Problem ist halt, wenn man da. Man muss wirklich den Bremspunkt perfekt treffen. Weil wenn man zu früh bremst, dann verliert man praktisch komplett das Gefühl für die Kurve und dann verkackt man halt auch. Ich bin Und wenn man zu vorhin. spät bremst, dann kann man halt nichts. Kann man sich überhaupt nicht mehr retten. Ich bin vorhin extremst knapp die Boxeneinfahrt gefahren. Ich hatte komplett vergessen, dass ich bremsen musste. Bin wirklich Vollgas in diesen Links-Rechts-Knick da reingefahren. Hab's irgendwie noch geschafft, dass ich vor der weißen Linie auf 80 km/h komme. Und war wirklich ein Millimeter von beiden Wänden weg. Also es war wirklich perfekte Einfahrt. Also, ja, ich muss sagen, die Boxen, das sind einfach, die cutte ich auch sehr gerne. Also, das liegt mir da auch sehr. Also, weil leider darf man das ja hier nicht so. Na doch, das darfst du. Du darfst, glaube ich, nur auf der Aber muss ich geraden. richtig einreihen oder sowas, ne? Ja, richtig einreihen. Oh, Das wird bei dann mir habe ich immer jetzt das ja Problem. richtig voll genommen. Ja, schön Trockenbedingungen. Was anderes hätte ich auch keinen Bock. Ich bin immer für Regen zu haben, auch wenn ich nicht gut drin bin. Ja, ich fahre dann halt mit. Ich fahre mit 3,4 aus, wenn es jetzt eine Runde wird. Ich habe ja eh alle Reifen zum Verprasseln, also. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht auf welchen Reifen ich starten soll, weil Soft so, wenn dann Safety Car kommt, dann wechselt man auch eigentlich so direkt. Aber Medium muss man halt nicht unbedingt. Deshalb. Ja, ich würde wirklich gerne auf Medium fahren, da kann man im Rennen eigentlich viel besser was drauf machen, ne? Ja, dann probier doch wenigstens die erste Runde auf Medium und dann geh Ja, auf stimmt, Soft. dann probiere ich erstmal auf Medium, wenn es jetzt wird, dann. Ne? Nicht. Na, Ja, Hater ist auch schon auf Medium. Oder und ich gucke Hator. jetzt Formel 1 seit 2016. Und ja, also ich bin Hamilton-Fan halt. Liegt aber daran, dass ich früher, keine Ahnung, da war ich wirklich noch sehr jung. Zwischendurch mal, als keine Ahnung, mein Onkel oder so mal Formel 1 geguckt habe oder so. Habe ich halt mal zwischendurch mal diesen Namen gehört und habe mir den dann einfach gemerkt. Das war so den einzigen, den ich überhaupt so kannte. Ja. Und deshalb Bei war mir war das es so, sag halt ich mal, der erste so. Fahrer, mit dem ich so vom Namen was anfangen konnte. Und halt, ja, deshalb denke ich, wahrscheinlich kann das sein, weil ich damals keinen anderen konnte und dann war ich natürlich so automatisch für ihn und ja. Bei mir war es halt damals so, ich habe 2016 wieder aktiv angefangen. Und da kam halt Verstappen so ein bisschen rein, deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen mehr für Verstappen. Aber Ich würde es erst mal aufgehen. Ich Keine Frage. respektiere auch Hamilton, also wenn er es jetzt noch holt, dann Hut ab. Ich, so als neutraler Fan, finde ich es auch, oder relativ neutral, finde ich es auch eigentlich geil zu sehen, dass es endlich mal wieder einen WM-Kampf gab. Also das Ding ist halt, dass die, also ich finde diese Saison ist natürlich sowas, dass man geht, ja, spannend, das ist so ein enger Zweikampf zwischen Verstappen und Hamilton. Aber wenn man ehrlich ist, sind diese Rennen, diese Saison halt zum Großteil auch einfach langweilig, weil man nicht überholen kann, weil die Dirty eher so extrem im Rennen ist, wie in den USA, in Mexiko, hat man ja gesehen. So, es ist kackegal, wie schnell man fährt, man kann nicht überholen, das ist einfach so langweilig. Das in Brasilien ist es auch anders. Naja, das soll ja mit den neuen Autos dann besser werden, wenn ich es richtig gehört habe. Kann man nur hoffen. Sorry. Also, du kannst schon mal überlegen, welches Team wir in der nächsten Saison nehmen sollen. Ja, das ist noch ein Stück Zeit, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, wann die Saison endet. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich, vielleicht am letzten Wochenende im Dezember oder so. Das sind ja noch 6 an. Ja, das sind noch genug. Also da müssen wir uns keine Gedanken drüber machen, würde ich sagen. So, ich kann die WM auch nicht mehr gewinnen. Außerdem waren meine letzten Rennen einfach zu scheiße. Ja, bei mir ist ja, wie gesagt, ein bisschen was immer also dazwischen in den letzten 5 Rennen hatte ich halt, ich weiß nicht, ich glaube 4 Pole Positions, aber habe nur eins von diesen Rennen gewonnen. F. Weil ich einfach dreimal rausgekickt wurde. Einmal wegen einem Bug. Ja, letztens stand ich einfach jeder gedreht hat und einmal noch, weil ein Auto mitten auf der Strecke nach Kurve stand und ich nicht ausweichen konnte. Aber ich hoffe, dass es jetzt nicht zu einem Streit zwischen uns kommt. Nur weil du Hamilton-Fan bist und ich für Verstappen daher bin. Ich bin nicht so, also ich weiß nicht, ob du TikTok hast, aber ich, also. Hast du TikTok? Ja, ich hab. Ja, weil sonst kann man damit nicht anfangen. Weil es gibt halt in den Kommentaren so viele blöde Opfer, die. Also wirklich solche Kinder praktisch waren, die irgendwelche Kacke da reinschreiben. So wie zum Beispiel, dass das Hamilton irgendwie, keine Ahnung, dass die vier Hamilton einfach machen und ihn so, so sag ich mal, sofort tut und so, was völliger Blödsinn ist, also, oder so. In mir kann es keinen Streit darüber geben, weil ich bin halt sehr, was soll ich sagen, ne? So meinungsoffen und ja, so. Starke Runde auf Medium ist es schon. Eine ordentliche Messlatte. Ah, die war tatsächlich gar nicht durch ein bisschen Anzahl des Flying, dass es keine 38 ist. Hä, lol, what the fuck, ich bin einfach schneller als Adrian mit so. Hä, what the fuck, die sind alle langsamer. Du bist halt einfach auch ein Biest im Qualifying. Ja, Rennen ist ja wieder wirklich nicht meine Disziplin, also. Weil ich brauchte also, ich würde nicht direkt sagen, dass es was damit zu tun hat, dass ich halt einfach irgendwie schlecht oder so bin. Ne? Einfach Pech, würde ich schon sagen. So blöd es sich anhört, aber es ist einfach Fuck. Ich brauchte letztens zum Beispiel ein Brasilien-Setup für meinen Karriererennen. Sehe erstmal du auf Platz 6 oder so in Zeit waren. Ja, das, ich weiß auch nicht. Ich habe halt einfach ein bisschen, bin einfach ein bisschen gefahren, so. Dann habe ich halt noch ein paar Setups rausgesucht und so. Und habe ich einfach Bock gehabt, ein bisschen Zeit fahren zu fahren, weil ich hatte einfach generell ein bisschen Bock. Dann habe ich halt irgendwie 1,5 Stunden das gemacht, Digga. Und irgendwann hatte ich halt eine Runde, da war halt generell der erste Sektor schon gut und im zweiten Sektor. Da hatte ich rein theoretisch einen Fehler. Da hatte ich mich ein bisschen übersteuern, dann habe ich so gegengelenkt. Aber habe halt immer noch Vollgas gedrückt, sodass ich halt praktisch korrigiert habe und dadurch mehr von der Strecke genutzt habe und 4 Tore Gas gegeben habe. Ich habe dadurch einfach ein Zehntel gewonnen und dadurch habe ich überhaupt diese Runde. Ja, wie gesagt. Also, ich weiß auch nicht, was bei der Runde los war, aber ich bin da sehr glücklich. In Sanford, da war ich mal 9, ich weiß nicht, was jetzt bin, sind wir noch schnell. Ich weiß nicht. Du bist da eine Runde schon gefahren, oder? Wo? Nee, ich bin gerade auf meiner. Ah, dann bin ich mal leise. Ich war bei dir eben auch nicht. Ja, aber muss ja trotzdem nicht sein. Und, wo ich sogar sagen muss, dass ich mich, sag ich mal, kann mich nicht besser konzentrieren, aber ich kann besser fahren, wenn ich rede, weil dann bin ich ein bisschen abgelenkt. So. Okay. Die fahren alle? Fuck, Fehler. Soft rausfahren. Ich weiß nicht, was sie machen sollen. Die fahren alle mit Soft. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich auch fahren soll. Ich glaube, ich hänge jetzt noch direkt an. Ich meine, ich könnte natürlich die Strategie wie die fahren, aber eigentlich würde ich das nicht. Weil die fahren halt wirklich alle diese Strategie.
Aber ich sehe den Vorteil einfach da. Später habe ich einfach den Vorteil. Weil die Zeit, die drängt. Hätte ich es einfach nochmal probieren. Ich hätte dann halt extrem wenig Zeit, ne? Ah, fuck. Ja, ich muss eigentlich. Ja, ich muss raus. Ja, obwohl. Ich fahre mit Soft Scheiß drauf. Aber fahr ich, habe ich die gleiche Chancen wie dir, aber. Ich denke, Pole Position im Barkurs. Schon wichtig. Auch wenn der ist natürlich extrem ist, aber. Ich weiß ja, ob das tatsächlich der entscheidende ist. Ich kann dir gleich Windschatten geben. Bist du jetzt auf deiner Runde? Ja, ich bin auf deiner Runde. Ah, okay, dann. Soll ich jetzt Windschatten geben? Das wäre nämlich auch relativ praktisch, würde man sowas machen. Ja, okay. Vorher hatte ich jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 6 Rennen kein Mate oder so. Weil einfach immer jemand anderes aus Liga 3, 2 oder so da war, die alle immer DNF gegangen sind. Und irgendwie, keine Ahnung, keiner hatte Bock auf eine Praxis mit mir. Und ja. Deine Runde gut? Es geht so, ich glaube 38, wahrscheinlich 38, 39, 8 rum. Ich habe jetzt halt am Ende keinen ERS mehr gehabt, weil ich direkt 2 Runden hintereinander gefahren bin. Und deswegen habe ich jetzt gerade nochmal 2 Zähne verloren. 40 noch. 2 Zähne. Soll ich immer vielleicht am Ende der Runde Windschatten geben? Ach, das wird ein bisschen kritisch. Ja, ja, ich weiß. Ich muss jetzt sehr langsam fahren, aber ich mache das auch gleich bei dir, alles gut, aber. Ja, ich fahre langsam. Wie gesagt, also ich bin jetzt, okay, ja. Ja, es sollte reichen, weil wenn ich jetzt gleich an der ersten Folge bin, dann bin ich gar nicht mehr so weit. Ich roll hier einfach so ein bisschen. Na, danke. Warum ich rufe einfach jemand an, Digga, und ich hab das auf Stumm und jetzt vibriert mein Handy, Digga. Also momentan 13 im Schnelle. Da roll schon mal an, auch fahr schon mal so ein bisschen zu gerade hin. Ich geb dir erst nach den SSO-Windschatten. Ja. Ich bin momentan 14. Weil ich kann dir auch nur bis zur Boxeneinfahrt geben. Ja, ist gut. Ah, das war schlecht von mir, sorry. War rechts, okay. Okay. Ich muss okay. Links, ich boah, es hat aber einen Zehntel hat mir gebracht, danke. Oh, let's go. Was bist du gefahren? 38,4. Stark. Ja, sorry, das war schlecht von mir und nach rechts kann ich nicht alles ziehen. Alles gut, ein Zehntel ist ein Zehntel. Was meinst du, wie wichtig das ist? Ich hatte eine 4 Zehntel Verbesserung, jetzt habe ich eine 15. Soll ich das sagen, ne? Geil, danke. Ich fahre jetzt direkt an die Box und dann gebe ich dir jetzt Windschatten, okay? Also. Nee, nee, bitte gib mir keinen Windschatten. Also. Konzentriere dich lieber auf deine Runde, falls du nochmal eine fahren willst. Oder gib auf. Ja, aber ist doch, gerade egal. Ich meine, ja, wenn du rausgehst jetzt. Windschatten geben willst, dann bin ich zu stark unter Druck gesetzt. Dann verhaue ich jede Runde. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, aber ich gebe dir doch nur Windschatten.
Ja, aber das ist halt so, du fährst extra nochmal raus, um mir Windschatten zu geben. Lass das mal Ich fahre lieber. nicht nochmal raus, ich bleibe jetzt draußen. Weil wenn du jetzt rausfährst, so generell, ich bleibe jetzt draußen. Oh, ich hab noch genug Sprit an Bord. Nee, fahr lieber rein, um deine Reifen auch zu schonen. Ah, stimmt. Oh, haben wir dann jetzt frei reiten wollen? Nee, ne? Eigentlich ein bisschen kacke. Ich guck jetzt gleich mal. Och, komm schon, Junge. 3000 ist, oder? Was ist hier, ne? Warte, 20, 24.000. Ah, hier werde ich nochmal rausfahren müssen, ne? Aber noch genug Software. Nein, nochmal schnell zu fahren. Oh, Es ist möglich, komm, das kriegst du. könnte ich schaffen. Beim Orange ist gut. Eigentlich, ja, ich sag mal, rechtlich merkwürdig. Weil, Ja, beide naja. seid relativ gleich. Ich habe nämlich anfangs, als ich gejoint bin, so ein bisschen mit ihm geredet. Er ist halt relativ stark im Quali und hat im Rennen dann Pech gehabt. Das hast du auch zurzeit, also. Also ich glaube, hätte ich wirklich die Rennen, wo ich auf Pole gestartet bin, einfach zu Ende fahren können, so wie sie einfach normal vergangen sind, dann hätte ich jetzt 75 Punkte wahrscheinlich. Und ich hätte wahrscheinlich mindestens zwei Rennen gewonnen. Vielleicht eins, kann ja sein, dass ich einen Fehler gemacht hätte, aber ich hätte wahrscheinlich ein Rennen, unten war ich 10 Runden vor dem Schluss in Ungarn, glaube ich. Da bin ich gegen den Bastian nachher disqualifiziert. Ja, bevor ich jetzt direkt nochmal raus. Oh, warte, das könnte sehr gut sein. Wo bist du gerade? Ich bin jetzt letzte richtige Kurve vor den SS. Oh, dann bin ich jetzt. Nein, ich komme eh auf. Du kommst eh auf mich zu, also das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Ja, Ja, dann gib kannst mir du halt jetzt auf dieser Mini-Geraden Windschatten. ah, nein, das geht Ja, nicht mehr, das ist also. jetzt zu spät. Ja, dann probier es irgendwie auf Startziel. Ich werde dir so Windschatten geben, dass du, also ich werde das hoffentlich so timen, dass du mich nicht überholen kannst, weil ich muss ja auch noch mal eine Runde fahren. Also, ich breche die Runde ab. Ich bin über zwei Curbs innen zu stark drüber gebrettert. meine Fresse, Digga, ich komm, ey, dieses Spiel, ne? Nee, Digga. Da Spiel auf steht Pitch. jemand in Castle quer und er wird nicht geghostet, Digga. Ich kann, also, nee. Ich habe Flüge keine ab. Glitchstrafe bekommen, aber also wirklich, ne? F. Da steht jemand in Castle wirklich quer, ne? Ja, ich bin wahrscheinlich DNF, ich kann nicht bremsen, ne? Oh, kein Frontflügel, ne? Was soll ich denn machen, ne? Geil. Richtig geiles Spiel, Digga. Steht halt quer in Castle, ne? Und Castle ist ja nicht groß. Das heißt, er steht praktisch wie so eine Mauer da. Du kannst da nirgendwo durch und er wird nicht geghostet. Was soll ich da machen? Ich kann nirgendwo hin, ne? Mein Digga, Auto wird jetzt auch so. nicht geghostet und jetzt sollen ja noch welche rein. Ey, das ist doch scheiße, Mann. Also, jetzt fängt das schon wieder an, diese blöde Kacke, ey. Ich bin immerhin eine gute Runde gefahren, aber es ist einfach lächerlich. Alle gehen DNF. Liegt das daran, dass sie nicht mehr fahren oder? Dass sie einfach keine Chance haben. Nee, ich finde sowas echt lächerlich. Ey, was soll ich? Ich kann da halt nirgendwo hin. Ich kann auch nicht brennen. Also, ich sehe das ja auch erst spät, ne? Ich kann da nichts machen. Er wird nicht geghostet. Ich kann nirgendwo hin und. Ja. Ich denke, ich habe eigentlich viel. Guck mal, wie die anderen Netze fahren, obwohl jetzt ist er bestimmt weg.
War einfach weiter. Da bringt er sonst eh nichts mehr. Achso, wie? Ich weiß jetzt nicht, wie dein Delta ist, aber. 15. Grün. Wäre auch gut. Was hast du? Was für die Delta? 18. Aber das wird sich jetzt noch verbessern, weil ich jetzt noch ERS habe im Vergleich zu eben. Ja, du bist 7. Sicher. Ja. Oh, oh, du bist ein Tausendstel hinter Gaming, Lenny. Ja, und 54 hinter Hater. F. Oh, ist das belastend. Alles krass. So knapp. P5 wäre drin gewesen. Ha, machen wir ein Rennen. Aber das ist natürlich absolut unsatisfying anzugucken. Wer ist denn Lenny bei uns? Ah, scheiße. 1000. Also ich weiß nicht, wo ich dann noch die Zeit am Ende rausgeholt habe, wieso ich auf einmal so gut war. Anfang der Runde habe ich alles verkackt. Wie viel Benzin nimmst du mit, damit ich so circa... Ja, nicht so viel tatsächlich, aber... Ich nehme wahrscheinlich. Ich fahre natürlich immer im Plus, logischerweise, weil ich kann nicht so gut Benzin fahren, aber ich denke, ich fahre so. Ah, Safety Cars, eigentlich könnte ich auch mit 25 fahren, aber ich fahre natürlich mit 27. Ich fahre mit 27,1. Ich fahre 27,2 Runden, einfach nur um diese satisfying 55,5 Kilo zu haben. Nur deswegen. Also, na, Strategie, ich bin noch am Überlegen. Ich auch. Also, man kann die Reifen auf jeden Fall in die Länge ziehen. Also, ist nicht so, als müsste man nach 5, 6 Runden an die Box. Also, als ich heute gefahren bin, bin ich auch 9 Runden gefahren. Also, man hat also 9 soft und dann 17 hard. Runden auf Medium. Das ist ja unmöglich. Oder? Ich meine, ich könnte so 3 Runden auf die Medium drauf. Wir hatten jetzt gestartet. Ja, Neustart würde ich sagen, ne? War das planmäßig? Ich weiß es nicht. Weiß nicht, wie spät ist es? Ah, doch, kann sogar sein, 54 ist es schon, um 55 geht los, also kann sein, dass es kommt. Ja, ich fahr zwar wahrscheinlich 2 Store, wenn ich. Ich auch, surf medium, medium. Ah, ich fahr, Dings. Ich fahr, also wenn ein Safety Car kommt, ein paar, und zu einem guten Zeitpunkt, dann fahr ich natürlich eins, aber stand irgendwie surf medium. Weil harte Reifen, also Real Talk, ne, aber ich muss sagen, im Rennen so, ja, war harte Reifen. Ja, die Reifen sind jetzt halt schon auf 10%. Hat man noch 7. Ich bin ja die eine Runde vorher schon leicht angefangen zu fahren und war da halt direkt nicht gut drin. Was richtig nervig ist, wenn die hinter einem so auf die Pelle fahren, als würde ich, also weil die alle keinen Platz werfen. Ich check deren Logik auch überhaupt nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich meine, die fahren so dicht auf und dann muss ich halt zwischendurch so auf Vollgas geben, weil ich auf einmal roten Pfeil habe. Oder? Aber jetzt bin ich halt tatsächlich ziemlich weit hinterfahren.
Ich lass meine Reifen zwischendurch nochmal durchdrehen, damit ich hinterlaufen kann. Nee, Hinterreifen brauchst du hier viel auf der Strecke, deswegen mache ich das hier auf der Strecke nicht. Weil wenn du dir die Abnutzung anschaust, hast du, keine Ahnung, 20% vorne und, keine Ahnung, 40 circa hinten und Lenny dreht sich in der Gras-Section. Der hat's geschafft. Hoffentlich wird jetzt keiner irgendwie links zurückgesetzt, oder? Ich konnte gerade noch so ausweichen und der Aratanta ist mir auch fast hinten drauf gefallen. Ja, bin ich weit dieser Primer, der fährt aber auch schnell, der kann ich ja nichts für, Junge. Ja. Ich mache meine Reifen mal nicht zu warm. Ich bin so einer, bei überhitzenden Reifen habe ich keine Pace mehr. Klingt dumm, ist aber so. Okay. Also dann viel Glück dir. Ja, dir auch. Hoffen wir das Beste. Ich hoffe nur, dass ich in Castle einfach die Ruhe bewahre und dann nicht keine Ahnung mit irgendwie. Zu viel Gedanken, sag ich mal, in die Kurvenphase, dass ich solange wir guten Start erwischen, ist doch alles gut. Ich starte halt in. Ich muss einen guten Start haben. Ich starte aus. Ja, ich weiß nicht, ob das in der ersten Kurve besser ist, aber naja, mal könnte schon sein. Ja, wie auch. Danke. Safety Car in erster Runde wäre cool, weil dann können wir uns erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Okay. Ach komm schon, Digga. Hast du schon? Ja, hab ich nicht. Ach, ist doch kacke. Ich hatte so einen guten Start, ne? Ja, und dann nimmt er einfach die Bahn viel zu eng. Und er lenkt so, sag ich mal, ein bisschen in mich rein und dann kann ich halt nicht hin. Fast weggedrückt. Ja, ärgerlich. Das ist wirklich schön. Ja, ich wurde zweimal fast jemand gerade gedrückt, sonst wäre ich P5. Ich bin jetzt vierter, aber ich konnte auch nichts machen. Wirklich sehr unglücklich. Ich bin den Kassel so vorgezogen. Die fahren vorne gar nicht so schnell, die fahren gut mithalten. Also. Ja, und das ist auch gut so. Okay, beim Orange. Es ist halt lächerlich, ne? Also er lenkt, ich weiß nicht, was ich da noch großartig machen soll, nicht? Ich bin eigentlich schon eine ganze Wagenlänge vorne und der bremst so spät halt in der Kurve, so. Das war eigentlich von links nach links. Obwohl es ergibt nicht so viel Sinn, weil alle das machen, bitte. Das zieht halt davon mit. Ja, macht das auch. Ja. Oh, Orange an der Box, Digga. Herzlichen Glückwunsch für den Flügelschaden geschickt. Ja. Also vorne fällt, ne? Oh, einen habe ich drauf. Nutzen müsste auch so Situation. Ja, Hannes hier wieder wieder zu. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Stark. Oh, mir ist einer vorhin drauf gefahren. Der Aratanta. Oh, my God.
Okay, ich bin jetzt 18. In welcher Position bist du jetzt? Oder 6, ich halte mich gerade noch ein bisschen zurück an meinen Reifbau noch schon ab. Ah, ich muss gerade die Situation nutzen. Oh, bitte kein Safety-Car. Jetzt einmal nochmal. Ist das ein Safety-Car? Ich sehe es nicht. Ich sehe es noch nicht. Ja, nee, führt halt das. Das kann sich ändern. Aber ich hoffe mal nicht. Na, ich denke, es ändert sich nicht, weil jetzt gerade zur Situation dann ist man beigefahren. Aber das ist gut, jetzt kann er seinen DRS ja nicht nutzen. Mann, in der Kurve. Was mit dem Safety Car los mit dem Virtual Delta, der das noch guckt? Ich war halt auch schon so am Überlegen, ob ich vielleicht einen Undercut mache, auf Medium gehe. Dann hätte es sich jetzt mit dem virtuellen Safety Car sogar. Also, ich würde erstmal noch ein bisschen warten. Jetzt kommt DRS und so, also ich würde erstmal gucken, was du da raus noch ein bisschen. Ich hatte auch nur mit dem Gedanken leicht gespielt, also jetzt nicht. Oh, bitte, ich hab die Karte noch mit virtuell geladen. Digga, es ist ganz BSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Ich hab einen guten Restart. Ich fahr schon. Digga, es kommt eine Linkskurve. Ich bremse extra ab, weil ich weiß, dass Safety Car ist in diesem Spiel behindert, Digga. Ah, ich hab eine Durchfahrtsstrafe, Digga, weil 2000 zu dem Delta war, Digga. Ich werde jetzt auch draußen bleiben, das kann ich nicht versuchen. Das verteile ich mich noch. Also ich werde jetzt wohl runter eh nehmen. Also, ich finde das einfach scheiße, Junge. Das ist halt so ein Ding, wo man denkt, doch Safety Car könnte da eventuell fast förderlich durchfahren. Da bremse ich auch extra ab, halt mich dazu. Das ist jetzt trotzdem durchfahren. Also, das ist einfach blendend. Und dann kann Safety Car ein bisschen mal Rennen nach vorne nehmen. Das ist wieder flüssig. Ja, wie kann man so ein Pech haben? 2000 im Delta, das kannst du doch keinem erzählen. Und besonders, weil das Safety Car wieder in diesen beiden Linksbogen einfach komplett abbremst. Ich habe auch abgebremst, aber das ist halt so. Es ist so unfair, Junge. Junge, 2000, Junge, und ich komme doch nicht mal was dafür, Junge. Ich gehe in die Runde rein. Ich habe eh durch das Schwache. Ja, es ist halt schade, ne? Hätte das dann halt auch nicht wirklich gesehen. Ja, du kannst ja mal probieren, da vorne die noch zu blockieren. Aber ich denke, ich bin auch, jetzt ja mit Clean Air ein bisschen schneller und könnte die so dann holen. Ja, ich werde jetzt reinkommen und dann jetzt in den ja, hättest du ja noch eine Runde ziehen können, das eigentlich. Ich glaube, den Hannes jetzt noch ein bisschen ausgeschaut. Und ich muss in die Box was will ich von. Ich hab eine Durchfahrtsstrafe, eine fucking Durchfahrtsstrafe, ey. Und ich komm einfach nicht drauf. Wenn ich mich jetzt in die Box schicken, dann hab ich das nicht. Ja, mein Rennen ist jetzt vorbei, also Durchfahrtsstrafe hat jetzt vorbei. Stopp. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt so machen soll, ne? Soll ich jetzt richtig hochkommen auf einen Sturz, weil das heißt das nicht. Keine Ahnung, probier was möglich ist. Ich weiß nicht, was ich an deiner Situation gerade machen würde. Ja, ich find's halt einfach scheiße. So, 2000 und das Safety Car bremst halt in solchen, das, ich meine. Das kann ich halt einfach nicht vorhersehen, ne? Ich bin sogar eine Sekunde war ich im grünen Bereich, so. Hab extra gewartet, hab dann Gas drin, weil das stand zu Ende. So, da war immer noch 4/10, dann kommen sie links, wo ich bremse ab, Digga, und das ist halt so. Auf einmal wird mein Delta so im Keller gerutscht.
jetzt hier erstmal wieder ins DRS-Fenster reinkommen, weil ich irgendwie warten musste. Also ich hatte eigentlich einen guten Stopp, aber ich musste warten, bis Adrian vorbeifährt. Also ich werde jetzt noch ein bisschen fahren und dann werde ich auf Medium gehen, weil natürlich sehe ich mich immer noch. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch ziehen kann. Also wenn ich das bis Runde 10 ziehen kann, dann kann ich nur eins erinnern. Das wäre schon gut. We're trailing our teammate by 4.9 seconds. Hoffen, dass sie da vorne kämpfen oder du aufhältst. Halt einfach 6-7 schneller als Hamilton. Wo ich noch nicht mal irgendwas in meinem Reifen habe. Ja, die sind halt im Mitteldecker wirklich schneller, okay? Ja, der darf nicht in den DRS. Probier mal in die Links ein bisschen stärker zu bremsen. Dass ich DRS bekomme. Und zu setzen? Ja. Ich hab schon wieder nicht. Wieder 1,1 Sekunden, oder? Oder? Ey, ist das ärgerlich. 1,1 Sekunden, zweimal hintereinander. 7% pro Runde, das heißt. Könnte eventuell noch 4 Runden fahren. Ich bin vor Hannes. Ich werde jetzt einfach fahren, ja, also ich komme jetzt zu irgendwie über den Erfolg. Das ist ein bisschen auf alle Mittel. Ich kann ja so langsam fahren. Ja, ich bin fast drin. Jawohl. Ja, Mann. Ich meine, ich hätte mich jetzt hier nicht verteidigen können. Aber ich gebe jetzt extra schon später da, dass ich meine Fehler machen. Wenigstens habe ich jetzt mal DRS, das ist das Wichtige. Ja, weil ich jetzt überholt, ja. Ich glaube, ich soll an die Box gehen. Ja, er versucht, ich kann nicht an die Box, Digga, wow. Ey, ich kann nicht an die Box, Digga. Was tut denn das hier los, Digga? Ja, super, Digga. Ich werde von 5 Leuten auf der Gerade überholt, Digga, weil irgendwie, weil... Ey, Digga, was hat Adrian gemacht? Da war keiner neben ihm. Und der schiebt mich einfach weg, Digga. Ja, ist mir egal, ja, ich muss jetzt trotzdem Leute fahren. Die Durchfahrtsstrafe, also. Ist das... Ah, ich hoffe, ich kann dann gerne durchfahren. Ich wäre jetzt auch gerade auch gerne in eurem Kampf. Ach, Digga, Adrian fährt so langsam. Nein.
Oh, hier lag scheiße. Ich fall absolut schlecht gerade. Oh, ich muss ins DRS, sonst habe ich sonst kann ich meinen Tarif vergessen. Ja, ich kann aber. Weil dann kann ich, dann bin ich in diesem Zug, dann sag ich mal, weißt du? Ja, aber ich kann leider nicht abbremsen. Auf den Reifen müssen. Boah, ich drehe mich fast weg in dieser Kurve. Ja, das kommt halt mit der hohen Abnutzung. Ja, ich muss eine Box abnehmen. Ja, Prime von 1 auf 3. Runde 9. Ist doch alles scheiße. Ich bin ja verletzt. In der Durchfahrtsstrafe. Durchfahrtsstrafe, ich check es nicht, ey. Wie kann sowas passieren? Oh, ich bin sogar ganz nett, ich bin vorletzt. Wenn ihr euch da jetzt vorne noch weiter bekriegt, dann komme ich wieder rein. Ah, Lenny zieht weg. Prime hält aber relativ gut auf. You're losing a small amount of time to the car behind. Keep pushing. Mit 3% pro Runde kann ich arbeiten. 4 kann ich auch noch arbeiten. Ich habe jetzt gehört, glaube ich, jetzt so Wäsche und Arbeiten. Ich denke, ich habe halt ein bisschen Schleifen gehen. So, von hier langsam. Willst du den ersten Deckel finden? LOL, Digga, was haben die denn da gemacht, Alter? Wir haben beide abgebremst, ich habe einfach zwei Positionen gegönnt, Digga. Einfach freie Fahrt, wir hätten uns nicht abbremsen müssen. Hätten, als müssen die nicht vorbeilaufen in der Runde oder so. Beide, fahren einfach rechts ran, Digga. Geil. Ah, das höre ich mir natürlich eine 2-Gratis-Position, Digga. Ich werde noch nicht mal gestört, Digga. Alles ist aufbereitet. Die Tendenz ist 14 Sekunden. Oh, was? 14 Sekunden. Du musst ja auch noch bedenken, wir müssen alle noch einen Stopp machen und du kannst ja eventuell durchfahren. Ja, eventuell, also. Das würde ich jetzt nicht mehr. Aber in dieser Runde waren es dann 4%. Aber 4% kann ich mitarbeiten, also. Ich muss jetzt noch 16 Runden fahren, also. Es wird sich 80 oder so. Würde ich dann über die über und dann hätten alle anderen halten. Was ist das hier? Ah, es wäre natürlich scheiße. Wenn jetzt, irgendwie ein Virtual Safety Car kommt oder so, dann könnte ich auf jeden Fall durchfahren, aber dann wird es mir im Endeffekt auch nicht.
Ich habe diese Runde jetzt 1,5 Sekunden auf Hanna drauf. Im zweiten Sektor, da fliegt ja alle, weil jeder muss aufpassen, für den anderen mit dem Bein hat. Das verstehe ich ja gar nicht. Orange und Leon mit einem Fehler. Schießen uns ja alle gegenseitig, ob das kann ich hier sagen. Ja, wie gefällt es dir? Ja, Lenny zieht halt weg, Digga. Ja, weil Orange jetzt langsam ist. Flügelschaden oder so. Weil der hat sich eben mit Orange in der ersten Kurve richtig abgeschossen. Wir kamen dann richtig anzeigen auf die Strecke zurück. Wurde kurz von Hater überholt und hat dann irgendwie über Ausbremsen Hater und Adrian bekommen. Ich bin jetzt in der 9 Sekunden. Leon dreht sich weg, wahrscheinlich Safety Car. Jawohl, ich gehe rein. Okay. Denkst du, Medium reicht? Ja, ich muss auch ran. Ich stehe da, wo ich bitte richtig bin. Ja, ich gehe auch ran. Ich gehe auf Medium. So, wie eben habe ich eine krasse Pace, also bin ich eigentlich überzeugt. Hannes ist auf Seite. Ja, ich komme jetzt erst in die Box und die warten immer noch verzögert. Hannes auf lieben Gaming Lenny und Orange auf Medium. Problem ist, jetzt habe ich halt alle vor mir und jetzt ist mein Problem, Digga, dass ich einfach echt ein krasses Problem damit habe. Wenn ich welche Form habe oder so, habe ich halt einfach nicht die Face. So. Und dann ist es einfach schwer zu überholen und so. Also ich denke, wenn ich jetzt an Prime Orange direkt am Start vorbeikomme, dann könnte ich mich an Lenny und Hannes halten. Weil hinter mir ist, bei mir ist auch noch Flo, der ist auf Harten. Was auch immer seine Mission ist. Ich glaube, das Rennen wäre sogar besser ohne Safety Car für mich, weil ich habe in 1,5 Sekunden Flo noch Hannes auf der Seite. Ja, würde ich schon, aber für mich war es jetzt gut. Ja, insgesamt, ja, du fällst so weit zurück, der ist so ernst, ja, ich push ja schon, Digga. Ich hab jetzt 4% auf meinen Reifen. Ich hab den noch vom Quali, hier hab ich 5, jetzt 6% auf einen. Okay, also. Ich bin jetzt 8er, also da durchs Feld zu kommen, ist halt in 4 Runden. Es ist nicht unmöglich, sagen wir es. 13, nach 12 Runden ist es schon schwer. ERS-Management wird wichtig. Ja, und ich muss halt am Anfang viele Plätze gewinnen, das auch. Du bist jetzt P4? P4. Auf einem guten Weg zu P3, außer Prime Orange. Hat jetzt ja, ich muss halt auf diesen Train raus. Ich darf halt nicht in so einem Train gefangen sein, dass das gut kann. Ja. Ich muss da rauskommen irgendwie. Ich muss ja in mein eigenes Feld. Und dann, wenn die dann alle wieder so besoffen fahren. Also ich kann mir vorstellen, dass wieder irgend sowas wie in der ersten Kurve mit Fahren passieren wird. Der fährt wieder, irgendjemand fährt, denkt wieder, er wird so krass oder so und müsste dann einfach denken, ja ich bremse jetzt so spät, dass ich einfach selber eigentlich keine Chance habe, aber den anderen dann irgendwie behindert. Und dann kriege ich wieder eine rein, genau wie jetzt. Oh, einer ist an der Boxenwertigen Wert. Ich wärme die Reifen jetzt nicht auf. Vielleicht erst
wirklich auf der letzten Gerade so, aber weil Alfen. Sicher, dass da während die Box ist, weil irgendwie doch nicht. Nein, nein, keiner ist an der Box. Ah, dann ist nur die Linie gefahren, dann ist am Ende vielleicht auch wieder aus der Box. Also ich hab vorne 5, 6, 6, 6. Ich hab 5, 6, 6, 7. Oh. Ja, bin ich mal gespannt, was man diesen Rennen jetzt noch rausholen kann. Ich bin auch gespannt. Also ich würde es feiern, wenn Orange irgendwie Lenny und Hannes abschießt. Dann wäre ich Erster und ich könnte locker von Flo, glaube ich, wegziehen. Frische ja, du kannst jedenfalls mehr als Prime und so fahren. Ist nicht so schlimm. Ja. Ja, und ich muss halt einfach hier vorbei. Ich muss irgendwo hinkommen, wo mal ungefähr, wo ich da, wo die nicht so lange fahren. Also ich glaube, Hater und Adrian, da kann ich halt schon wesentlich schneller fahren, denke ich. Ja, Adrian ist extrem schnell. Genau, und der Alfa Romeo, da kann ich halt auch schneller fahren. Also ich denke so, du, Lenny oder Hannes. Und ja, da bin ich eigentlich gut auf Ruhe, weil hier muss ich halt erstmal vorbei und Orange ist halt. Ja, Orange, Digga, der fährt halt nicht schnell und der fährt meiner Meinung nach auch noch nicht so gut. Ja, durchfahren kann man ja auf jeden Fall. So, ich glaube, jetzt kommt's rein. Ja, also immer wenn alle Fahrer aufgeschlossen haben. In der auf den guten Restart. Ich muss noch ein bisschen Reifen noch, ja. Nicht so viel, um 8 zu finden. Ja, jetzt geht das hier schon wieder los. Ich probiere dir zu sagen, wenn es losgeht. Hallo? Ich probiere dir zu sagen, wenn es losgeht. Wenn er aufs Gas drückt. Ja, ich werde im 5. Gang beschleunigen. Dann kann ich nur wieder einer links neben mir chillen. Und jetzt. Ja, hat sich so lange alles. Das geblieben hier hinten. Okay, clear. We're leading our teammate by 2.7 seconds. Ah, ich komme ja nicht vorbei, Digga, wenn ich schon wieder sehe, was hier vorne machen würde. Ah, versuch noch zu überholen, das muss ich nicht. Meine Fresse, jetzt verteidigt der auch noch wie Sau, Junge. Und dann darf der jetzt noch Frontflügel fahren müssen. Mahahaha. Digga, fahren wie Scheiße. Einer hat doch hart gehalten, wie du bist. Ja, Hannes und Flo. Hä? Hannes und Flo sind auf Fahrt. Also ein Alfa Romeo. Naja. Ja, verwalten der ja so. Alles kann man dann eigentlich nicht kriegen, weil der ist so scheiße. Ich kann nur erzählen, dass ich hinter ihm abholt, weil der ist. Ja, der fightet auf jeden Fall jetzt schon gut mit Prime. Ja, ich werde jetzt viel RS verbraten, müssen ich nicht mehr. Ja, ich werde alles verbraten, Digga, sorry, aber 60% Digga. Ja, Adrian, du hast. Wichtig. So sind sie jetzt. Habe ich so alles in der Hand für den Krieg, sind die ja echt alle verbraten so, oder was ist das? Ich bin hinter Prime auf 2. Weiter? Ja, ich hab Hannes geholt. Richtig gut.
Ablenje. Ja, das könnte. Hannes, die werde ich auch noch kriegen, Digga. Ey, das Ding können wir holen, ich sag's, wo es ist. Ich bin mal Lenny, der also der Hauptkonkurrent ist hat Flügelschaden, Digga. Und Hannes hat Hartereifen, der ich sag, wo es ist. Und Hannes ist nicht. Ja, konzentrieren, konzentrieren. Oh, er hat auch einen Flügelschaden, glaube ich. Oh, Mann, Digga. Alter ist nicht mehr, ich muss jetzt hier direkt vorbeiführen. Er hat all sein ERS, glaube ich, auch schon verbraten, direkt am Anfang. Ah, ist der langsam jetzt hier, oder? Ich muss jetzt auch viel ERS verbraten, um am Prime dran zu bleiben. Boah, bitte, oh, wenn jetzt ein Safety kommt, dann ist... Oh Mann, Junge! Ich werde wieder draußen. Ich bleibe auch draußen. Prime ist an die Box, aber der ist extrem spät rein. Okay, 1-2, machen wir alles draus, was wir können, ne? Ich kann auch in Baku sogar gute Restarts machen. Mach einfach so, dass wir nebeneinander sind, dass wir irgendwie die Strecke ein bisschen blockieren. Ich probiere so, dass wir die Strecke blockieren und dann zeige ich dir auch, wann es losgeht. Ja, ich habe 12, 15, 14, 16. Das ist alles kein Problem. Also, wir haben praktisch so gut wie neue Reifen. Und alle haben jetzt auch Medium. Das heißt, wir haben eine echt gute Chance. Ich habe 10, 13, 14, 15. Ich habe irgendwie wieder bessere Reifen als du. Ja, da war auch gerade ein bisschen Unglück. Aber ich fahre jetzt auch nicht so schnell. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, es wäre zum Teil besser, wenn das Safety Car natürlich nicht gekommen wäre, weil ich hätte. War vier Tage gerade und Hannes war zwei Fahrten und du hättest wahrscheinlich Prime bekommen und so. Ja. Aber jetzt haben halt alle frische Reifen, aber wir haben One Tour. Also ich glaube, du hast auch hier die deutlich bessere Pace und ich kann auch definitiv verteidigen. Na, wir können gucken. Also wenn DRS ist, da ist, also versuche ich irgendwie, dann müssen wir irgendwie gucken, dass einer immer also nee, ich weiß nicht, weil es ist schon sehr gefährlich, DRS, weil alle anderen dann ja mitkommen, weißt du, was ich meine? Ah, müssen wir gleich mal gucken. Das Ding ist, wenn du an mir vorbei bist, könnte ich Hannes gegen Hannes werfen. Also, wenn du vorbei bist an mir, könnte ich probieren, alles gegen Hannes zu verteidigen. Und dann kommt Prime Orange und der ist ja eh nicht so der Beste. Wir haben neue Reifen, also wir haben eigentlich so gute Karten. Alle, die haben nicht so einen krassen Vorteil. Also, die fahren vielleicht... Ich würde auf 3 rauskommen, wenn ich jetzt an die Box gehen würde. Willst du rein? Ah, das ist sehr riskant, jetzt an die Box gehen, obwohl wir jetzt schon gehen. Geh rein. Geh auf Softs. Ja. Boah, bitte, ich bin vor dir, Digga. Oh. Nee, Hannes wird dich definitiv bekommen. Aber du könntest auf 3 rauskommen. Prime geht auch rein. Ja, dann bitte. Und vor Flo bleibst du stark. Jetzt hast du die besten Karten. Ah, ich muss meine Reifen schonen, da gibt's jetzt nicht zu sehen. Ich werde jetzt die Reifen so schonen, ne? Digga. Ich hoffe, das Feld ist so auseinander, dass es noch kein Selbstverlust geben kann. Also. Hater ist auf harte Reifen. Aber einer ist ganz weit hin, so ich glaube, das Safety Car geht eventuell mit Glück noch nicht los. Also das Feld ist sehr weit auseinander an einigen Stellen. Also ich hoffe wirklich, dass kein Safety Car Restart kommt. Also so mehr Runden, desto besser für mich natürlich. Also angenommen, es geht nur um 19 los, handelt es sich darum um 8 Runden für mich. 8 Runden habe ich vorher schon geschafft und dabei war es so, dass ich dann abgenutzt bin, dass ich starten hatte. Kann durchfahren und ich hab echt die besten Karten. Weil Mediums sind halt auch echt gut. Also ich sag dann einfach Go, wenn ich schnell. Ich werde doch meine Reifen nicht aufladen, weil ich brauche die Prozent. Ich mach auch noch nichts. Ich mach nur so ein bisschen. Ja, das fällt, obwohl das ist sehr weit auseinander, dann noch bitte kein. Eine Runde, das wäre schon schwach. Ja,
Oh, alles, weil der Haas da hinten ist. Ja, natürlich. Und es gibt tatsächlich keinen Restart. Gut. Und manchmal kommt das auch einfach später, also. Aber jetzt muss ich nur 7 Runden auf den Reifen fahren. Also das ist so wirklich Luxus. Was können wir machen? Du hast gute Reifen, da kann man nichts gegen sagen. Und ich kann Hannes wahrscheinlich direkt überholen. Ich muss Hannes überholen, ich muss so schnell meine Pace fahren. Wie gesagt, ich probiere innen zu fahren, mache meine Taktik, sage dann Go. Und dann probiere ich Hannes fair rauszudrücken, also jetzt nicht komplett rauszudrücken, dass du innen vorbei kannst eventuell. So, dass du vorbeiziehst und ich eventuell auf 2 bin oder 3. Ja, also auf dem Grund, dass ich halt jetzt Soft habe und ja, natürlich halten die bis zum Ende, aber die brechen natürlich auch nach 4-5 Runden ein. Wäre es praktisch, wenn ich dann halt wirklich Erster bin, damit ich dann halt meine Pace, meinen Abstand dann fahren kann. Aber ich weiß nicht, wenn meine Softs einbrechen, weil ich sehe, ich habe da eh keine Chance, meinen Abstand aufzubauen, dann hätte ich den Trick. Dann gönne ich dir mal DRS, so bei 9 versuche ich zumindest, dass ich dich nicht blockiere und du halt damit vor dem bleiben kannst, weißt du? Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mich vor Hannes halten kann. Aber irgendwer hat sich da gerade gedreht, ich glaube Flo, jetzt ist Hater mit harten hinter dir. Also mit harten Reifen, jetzt? Also das war ich nicht nur mal wirklich nicht. Oh, ich sollte meine Reifen noch dann. Ja, doch ein bisschen aufwärmen muss ich schon. Jetzt habe ich 80. Ich kann halt jetzt nicht so viel machen. 5%. Digga, was fährt er auch neben mir? Lass mich doch in Ruhe, Digga. Ich bin meine Rechnung. 3, 3, 4, 5 habe ich. Ah, okay. Aber pass auf Hater auf, falls er irgendwie hinter dir ist, wenn der Restart doch nicht gelingt. Der haut all sein ERS raus. Ja, ich verstehe die Taktik zwar nicht, aber okay, ja. Also, ERS ist so wichtig und wenn ich manchmal sehe, wie die alles raushauen, das fuckt nur ab, Digga. So, jetzt geht's. Ja, okay, sag mal wie gesagt Bescheid und ich gebe mein Bestes. Ich will hinter Hannes, ich will nicht neben einen, ich will hinter einen. Bei den 5 lang wieder. Ah, ja, perfekt, der ist mit drauf gefahren. Wow. Ich kenne diesen Bug und das ist schlimm. Sag mal einfach. Nein, der ist mir drauf gefahren, das ist ja kein Bug. Ja. Aber dass du 5 Sekunden kriegst, ist doch eigentlich ein Bug. Wie gesagt, das ist halt ein. Ja, ich sag Bescheid. Angetäuscht. Mach 3-1 oder so. Und jetzt. Ja, weil ich vorher Linie überholen, ne? Och man, Digga. Mann, ich verstehe es nicht, Digga. Junge Hannes ist neben mir auf einmal. Hater, ihr denkt mit seinem Frontflügel, er kann zwischen mich und Hannes. Ja, ja, ich kann auch nicht mehr bremsen wegen meinem Frontflügel. Ah, tut mir leid. Wie viel Pech, dann natürlich. Ey, dann bringt der mich ins Ungleichgewicht, Digga. Und natürlich mein Auto. Der muss ich natürlich auch wieder direkt nehmen. Wofür Zeitstrafe, Digga, wenn ich die Kurve nicht fahren kann und einfach gegen die Strecke fahren muss? Einfach Zeitstrafe, wo ich keinen Verband muss. Ich glaube, Hannes hat Schaden. Ah, hat er auch Pech gehabt, Digga, also ehrlich. Allein das Prime auf Soft. Mann, hey Digga,
Wir hätten so easy 1-2 haben können, aber ich... Nein, natürlich nicht, Digga. Irgendeine Scheiße passiert wieder und ich kriege wieder voll ein auf die Fresse und noch natürlich eine 3 Sekunden Zeitstrafe. Weil die Spiel natürlich nicht berücksichtigt, dass ich komplett rote Frontflügel habe, Digga. Und die Kurve natürlich nicht nehmen kann, weil ich einfach viel später bremse, als ich hier einfach weit rausgekommen. Ja, ist doch scheiße, Digga. Alles läuft kacke in dieser Liga. Habe ich dann mal endlich gemeldet. Ja, dann passiert sowas. Und es ist alles so scheiße wie in den letzten 6 Jahren. Ich hoffe, du gewinnst das Ding. Hättest du das denn nicht? Naja, ich glaube nicht, dass ich das gegen Primo Sense aufzeige. Bin so schlecht, Digga. Dann sticht er da rein, bring mich ins Ungleichgewicht, Digga. Ich drehe mich ein bisschen in Hannes rein, Digga. Dieses Spiel wie ein Flipflop-Ding, ne? Dieser. Und ja, ich kann nichts machen, Digga, und dann bringe ich natürlich in die Wand, Digga. Ja, und ich bekomme auch direkt Frontflügel fahren, Digga. Ich hasse dieses Spiel. Ich werde nochmal die schnellste Runde versuchen zu fahren, dann kann ich keinen anderen mehr kriegen. Ah, super, Digga, 10. Geil, Digga. Ja, Digga, das macht keinen Spaß. Ich, wie spät der auf der Objekt ist. Oh, das, ja, wichtig. Ja, ich gehe rein. Aber ich muss meine 5 Sekunden absetzen. Ja, ich habe 3 Sekunden Zeitstrafe. Die fickt mich ja nicht. Sorry, dass ich sage, aber ich fickt mich einfach. Soll ich reingehen und absetzen oder was würdest du machen? Musst du, weil sonst bist du halt am Ende dann. Im Endeffekt von Tops. Ich fass es echt nicht. Diese 3 Sekunden. Dass die mich jetzt tatsächlich noch nerven, Digga. Es ist einfach unfassbar, ne? Aber ich könnte es. Also, das Ding ist halt, ich kann nichts machen, ne? Ich bremse, ich rutsche voll weit raus, ich kann die Kurve nicht anders nehmen. Und anstatt eine Verwarnung zu kriegen, kriege ich einfach direkt eine Zeitstrafe, obwohl ich vorher nichts hatte. Ich habe keine Verwarnung, ich hatte nichts. Ne? Also, Prime fährt weiter. Ja, ich kann eh nichts mehr, ich bin keine Hilfe für irgendjemanden. Ich habe 3 Sekunden Zeitstrafe und keiner hat Zeitstrafe. Warum soll man noch Zeitstrafe haben? Also, gut, das ist doch. Go, go, go! Hat irgendjemand Zeitstrafe? Ich hier nicht. Zweiter. Hat selbst keine Zeitstrafe, ne? Ja, doch, Lenny und Leuschott. Und irgendwer ja, hatte Leuschott 8 Sekunden. Also, das könnte Leuschott, glaube ich, sogar sein. Ja, Lenny krieg ich, ne? Aber es bringt halt auch nichts aufzuholen, so großartig, weil ich bin halt keine Hilfe, weil ich halt gefunden habe. Sonst wäre ich hier optimistisch gewesen, hätte gesagt, Digga, hier, scheint nicht an. Naja, vielleicht kannst du es ja einreichen. Absolut ein Glück, Digga. Ja, das werden die mir eh nicht abziehen, Digga, weil. Das ist halt in der Kurve, wo du jetzt gerade warst, das ist ja links-rechts, weißt du? Da habe ich halt, das Ding ist halt, Frontflügelschaden rutscht halt raus. Kann dann halt nicht mehr so super für die nächste Kurve fahren und fahre dann halt rechts rüber, ne? So. Ich krieg halt dafür einfach eine Zeitstrafe, Digga. Oh, das werden die mir safe nicht aberkennen. Aber was, also. Oh, hätte ich die Zeit scharf, wenn ich, dann hätte ich vielleicht optimistisch. Groß mich eigentlich schon wieder triggert, ne? Wir hatten alles sicher, aber dann passt ja wieder irgendwas. Weil der Rufen, da taucht ein Frontflügel zwischen mir und Hannes auf, obwohl da noch nicht mal Platz für den Wagen ist. Der taucht ein Frontflügel auf. Verwirrt mich natürlich, ich komme später, Digga, kommen auf diesen Außenkörper in der ersten Kurve und der ist halt irgendwie hoch und manchmal auch ein bisschen so, dass wirklich einfach weg ist. Was ist passiert? Ich bin halt minimal mit Hannes. Wir hatten es minimal berührt und ja, den ich halt einfach wie vom Gummi abgestoßen weg. Und jetzt, dass er in dieser Runde reinkommt, wäre das eigentlich gut, aber das passiert natürlich nicht. Das Ding ist halt, Prime wird dann Adrian Bescheid sagen, wenn er losmacht und Hannes könnte auch einen guten Restart hinbekommen. Ich weiß nicht, ob das Podium jetzt noch so in der Reichweite ist. Also aktuell schon, aber da muss ich viel für machen. Ach, das ärgert mich doch jetzt, Digga, diese 3 Sekunden. Ich kann eigentlich nur wir alles ärgern. Wenn ich fast schlafe, dann drehe ich mich natürlich wieder weg. Also es ist halt auch in der realen Formel 1 nicht so, wenn du halt auf dem Minima berührst, dass du halt einfach
wirklich 90 Grad nach rechts einfach aus dem Nichts wegdrehst. Ach man. Und dann Lisa war so gut. Also ich hab Hannes sogar überholt, aber man darf ja von der Linie nicht überholen. Das heißt, ich musste da wieder abhandeln. Ich muss bremsen nach dem Gas gehen. Was war immer noch alles gut für aus? Hannes drin spät, ich muss spät bremsen, weil er zwischen mir einfach Bock hat, da mal zwischen zu drehen. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben erst in der allerletzten Runde DRS. Wir haben vorher kein DRS und das könnte rennentscheidend sein. Das ist rennentscheidend, halt dich dran und fahre DRS, das kann mehr kannst du nicht mehr. So, du brauchst nicht so viel DRS-Bahn, aber du musst zusehen, dass du so 50% hast. Ja. Voll drauf. Prime jetzt auf alten Soft. Oder relativ. Ach, war so klar, dass irgendwas unsere 1 und 2 wieder streicht. Da ist direkt wieder kaputt. Ich würde da nichts abstreichen. Ja, ich hab 3 Sekunden oder kaum. Ja, aber halt wenn du Glück hast, sind die weg. Man kann es ja probieren. Die werden die nämlich aberkennen lassen. Ich bin da ja komplett die Kurve nicht mehr perfekt kriegen und dann bin ich halt einfach drüber gefahren, weil ich 30 Sekunden zu dem vor mir hatte, Digga, und einen roten Frontflügel hatte. Da hatte ich einfach keine Hoffnung mehr, Digga. Ich sag dir dann, wenn es wieder losgeht. Ja, bringt mir wahrscheinlich auch nicht viel, weil Ufo-Linie nicht überholen. Was ich aber eigentlich dumm finde, warum darf man vor der Linie nicht überholen? So, das ist doch eigentlich, dann kann man ja haben, kann man gar kein Problem haben. Ich glaube im Real Life erst danach die grüne Flagge ist, bis zum Start ziehen ist gelb und dann ist grün. Die machen noch jetzt eh genug Strecke. Ich glaube, einer dreht oder so, dann habe ich schon mal eine Position oder so. Irgendjemand quetscht, oder? Der LTK kann ja jetzt eh nicht mehr kommen. Irgendjemand muss wohl crashen an sich. Jetzt. We're catching the car ahead, but be aware that these tires need to last till the end of the race. Green flag. Oh, war Position gewonnen, ja. A5er kann ich eventuell noch werden, weil vorne hat er gerade gefunden. There's four laps of fuel remaining. Ich hätte jetzt praktisch schon Kreuz dran gehen. Oh, Prime dreht sich fast weg, ich muss extrem abbremsen. Fuck. Ich habe einen guten Abstand auf Hannes. Oh, Prime, fahr halt noch weiter links. Ich hab's verstanden, dass du da nicht nachgeben willst. Werde ich ja nachgeben. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Wieso kann man sie in Kurve 1 und Kurve 1 sehen? Oh, Hannes wurde überholt von Hater. Okay. Ich kann nicht profitieren, weil ich mir nicht zugehört bin. Digga, bist du dumm, Leni, Digga? Ich bin doch dumm. Ja, Hannes, du doch nicht.
Ja, was? Was ist denn das hier, diese Klasse in diesem Spiel? Das ist ja wohl nicht meine Schuld, die Kollision. Was soll ich da tun? Ich hoffe über den Körper, dann ist er fährt mir halt meine Erfahrung. Ja, ich kann da halt jetzt auch nichts mehr aus dem Rennen machen, aber 3 Sekunden weiter. Will der erst das so nicht? DRS is now enabled. Weiß genau, was macht. Und haben die DRS im Kopf. Ja, ich bin selbst so, welcher Position bist du? 1 mit 7,5 Zehntel Abstand. Oha. Und es dreht sich weg, oh. Ja, kommt sie. There's been an incident on track, but officials aren't looking at the safety car right now. Just be careful. Ja, schnellste Runde, let's go, Digga. Stabil. Ich mach geholt, Digga. Richtig. 1 und 5. Ja, bin 5er. Junge, Alter, mein Pool ist. Ach man, tut mir leid, das ist halt kein 1-2 geworden. Das wäre locker drin, aber. Das ist nicht deine Schuld. Oh, Lenny haut sich auch nochmal raus. Ja, das ist mir schlecht. Ja, ärgerlich, dass ich diese 3 Sekunden schlafe, sonst wäre ich sogar 4. mit schnellster Runde. Aber... Oh, so noch. Alles haut sich nochmal raus. Wichtig für die Welt tatsächlich, Digga. Und Adrian ist. Das hat Adrian gemacht. Wieso ist denn der Fahrer des Tages, Digga? Ich habe 6 Positionen aufgeholt und gewonnen. Und der Typ ist nicht mal ins Ziel gekommen. Ja, GG. Gut gefahren. Oh, Adrian will seinen Stammplatz abgeben. Wieso? Hat er wirklich unglaublich keine Lust mehr, hab abgeschlossen mit der Liga, schreibt er. Digga. Was war das denn jetzt für ein Ende? Ach, kann Adrian verstehen, also die letzten Rennen in dieser Liga sind halt wirklich scheiße. Aber das ist echt super gefahren. Ja. Hast du dich selber gedreht oder habe ich dir zu wenig Platz verlassen? Mein Restart war nicht regelrecht. Ja, was wäre denn jetzt, weil er verloren hat? Aber bitte wechseln nicht. Wenn wir wechseln, dann werden wir zu zweit oder so. Das ist eigentlich super funktioniert, nur dass ich halt einfach jetzt Pech hatte.
weiß nicht, Pech. Ja, also es ist halt trotzdem unlucky halt, soll ich sagen. Was will denn der Typ jetzt mit meinem angeblich nicht regelrechten Restart? Was ist denn da seine Mission? Ja, der hat das eingereicht. Prime. Und der Typ fährt, als das Safety Car rauskam, deutlich über die weiße Linie. Ja, ist das ein Rank auf Helle? Nee, wo ist das? Nee, in Liga 1 Chat. Muss ich einfach in die Rennvorfälle was rein? Ich würde gerne meinen Hauptabschluss, die wirklich gut. Echt, keine Lust mehr, macht keinen Spaß mit diesen Binnenersatzfahrern. Ja, mit diesen App, da sagt der wahre Worte. Also die Ersatzfahrer, da kann man sich nicht. Die Leute, die waren Witz. Nee, ich kann ja. Was mir passiert ist in diesem Rennen, Digga, das ist halt heftig. So. Boah, das ist so kacke. Also, was ist da wieder? Ist mal in den Chat, wenn ich dann durch Sachen. Dann liest er, die war nicht drin. Okay, Runde 1, hier war schon wieder Unglück, da war ich eigentlich erst, aber dann habe ich halt meinen Start verkackt, Digga. Da bin ich schon mit Prime kollidiert, genau, da war irgendwas, ja. Habe ich leider nicht aufgenommen, weil ich erst später die Aufnahme gestartet habe. So, hier absolut geil, der, wie ich halt einfach diesen Switchback gemacht habe, der und einfach 2 im 1 geholt habe. So, hier fängt das jetzt gleich an, meine ich. Ich glaube, das war hier schon mit da kam die Durchfahrtsstrafe ins Spiel, der Erde. Es ist so traurig, sich sowas immer zu geben, wenn man es nicht selber sieht, wie unsatisfying diese Momente sind. Ist eigentlich eine Party oder so mit Interview? Bei der Liga? Weiß es nicht, ich meine nicht. Also hier passiert. Ich bin einfach 1,1 im grünen Delta, Digga. So, dann gebe ich halt ein bisschen Gas, Digga. In der Kurve. Bremst sich einfach ab, Digga. Ich find's geil, wie und der kriegt Typ eine Durchfahrtsstrafe, Digga, also. So dumm. Hey. Okay, was haben wir jetzt hier? Okay, hier habe ich eine gute Pace gehabt. So, dann kam der Safety Car Restart. Auch alles gut. Oh ja, habe ich richtig gut aufgeholt. Ah, da hätten wir das 1 und 2. Stimmt, und den ließ er, wenn wir jetzt mal geben, Digga. Das war nicht so möglich. Okay, okay. Ah, dann hier ist es so an Selfie anzugucken. Okay, ich bremse spät, er sticht da random rein. Ja, doch, er hat mich angeschoben ein bisschen, aber ja, kann ich nicht sagen. Digga. Ja, dann fahre ich über den Curb drüber, mach eigentlich nichts falsch, hab mein Lenkrad nicht auf dem Curb, nicht nach links oder rechts. Oder gleich im Wasser. Aber Hater, wenn man das schon wieder sieht, wie er mich anschiebt, wie er mich überhaupt in diese Position für den Körper bringt, Digga. Aber bringt halt nichts. Frontflügel schon hin und her, kann ich wieder leider nichts machen. Ja. Boah, das war ein geiles Überholmanöver gegen Adrian. Ich bin jetzt sogar noch mit Zeitlupe, wird das in den Highlights unterlegt. Du bist ja hast bei deinem Restart doch nicht abgebremst, oder? Nee. Also ich bin kurz vom Gas runtergegangen, wie gesagt. Ja, ja, also der Anschluss, ne? Und außerdem, wenn mir Hannes hinten rauffährt und ich 5 Sekunden bekomme. Also ich habe am Anfang in der S-Kurve mal abgebremst, aber das mache ich, um meine Reifen aufzuwärmen und eventuell auch nicht in die Wand zu fahren und so. Also wenn ich dafür eine Strafe bekomme, wäre es schon echt lächerlich. Habe ich in Zandvoort auch gemacht, da war ich auch erst ab 2 Restarts gemacht, hab zweimal angetäuscht, Digga, und hab dadurch auch immer 15 beim Restart gewonnen, Digga, also. Das ist genau gleich gemacht, keiner hat sich beschwert, weil einfach ein guter Restart, ne? Naja, das Ding ist, Prime Orange hat gefühlt deswegen verloren und beschwert sich jetzt deswegen, denke ich. Prime Orange, Digga? Es tut mir leid, Digga, aber der Typ. Aber ist der nicht auch bei den Stewards, also kann für sich selber entscheiden und würde mir dann die Strafe geben? Ja, wäre lächerlich. Musst du mal, du hast ja aufgenommen, ne? Ja, ich stream das Ganze, ja. Also speichert auch den Stream. Ja, dann, also brauchst du ja deine Aufnahme, dann kann er ja sehen, ob du gebremst hast, aber du hast ja nicht gebremst, ne? Also nicht, dass ich wüsste, nur halt am Anfang der Geraden, wie gesagt, aber jetzt nicht, kurz bevor ich gestartet bin. Hm. Ja, also Rennen im Endeffekt halt einfach wieder ein Joke, aber im Endeffekt, das ist eigentlich das zweite richtiger Scheißsatz, aber
Aber trotzdem super Ergebnis, also du an 1, ich an 5 mit der schnellsten Runde, ist doch eigentlich super. Ärgert mich natürlich trotzdem, dass ich halt mal wieder keine super WM-Punkte habe, weil ich halt mit der Rolle kann ich die WM für mich persönlich halt.